So geht das. Geil. Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Golf with Your Friends. Nach einer langen, langen Zeit geht auch dieses Projekt natürlich endlich weiter. Ich möchte euch natürlich noch die anderen Maps zeigen. Heute auf Candyland. Das ist mit meine Lieblingsmap. Nicht nur, weil es einfach süß aussieht und einfach richtig lecker und so weiter, weil der Soundtrack auch einfach mega geil ist. Müsst ihr mal drauf hören, wenn ich jetzt aufhöre zu labern. Das ist voll schön irgendwie. Also ich fühle mich hier wohl. Ich habe eigentlich auch auf dieser Map immer relativ gut gespielt. Jetzt schauen wir mal, wie das für die Aufnahme gilt. Ja, ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, ihr lasst auch auf diesem Video eine Bewertung natürlich da. Ne? Ist natürlich ganz klar. Und natürlich ein Abo, falls ihr das noch nicht habt. Aber das sage ich auch noch mal zum Schluss. Wer zum Schluss dran bleibt, mal gucken. Wer bis zum Schluss dabei ist. Vielleicht spiele ich ja in der Aufnahme besser, als wenn ich sonst spiele. Das war auf jeden Fall nicht so. Nicht so nice. Lol, Alter, der backt hier vorne rum. Oh, geil, geht weiter trotzdem. Der sieht echt lecker aus. Ihr guckt euch das mal an, die ganzen Lollis hier und die, weißt du, so die ganzen Lutscher. Ja, aber ich bin doch auch einer. Was mache ich denn hier? So, bei der Mann habe ich jetzt ein bisschen zu viel gebraucht. Ein Double Bogey. Also eine 51 ist auf jeden Fall drinne. Beziehungsweise besser. Also die Bahn, die kotzt mich so ein bisschen an. Die ist nicht so ganz meins. So, oh Gott, war das eng, ey. Und jetzt kann man sich entscheiden, wenn man mal wegzoomt, ob ich darum gehe oder ob ich die Abkürzung hier nehme durch das Loch. Ich mach mal lieber das hier. Ich gehe auf Nummer sicher, aber da hätte ich sowieso nicht geschafft beim ersten Mal. So. Einmal hinten rein, dann haben wir doch eine 4. Ist doch ganz okay. Nee, eine 3 sogar. Mensch, eine 3. 3 Punkte für den HSV am Wochenende. Mensch, Helm-Peter. Jetzt brauchen wir auch ein bisschen Glück, weil ich glaube, wenn der Ball direkt und gut läuft, dann können wir sogar direkt zum Loch. Ich glaube, dann muss der hinten hin auf die Bahn. Nee, da unten hätte der hingemusst. Scheiße, wie kommt man denn da nochmal hin? Ich glaube, wenn man einfach mit voller Geschwindigkeit draufhaut, dann hat man nämlich auch Chancen, hier ein Hole-in-One zu schaffen. Aber noch sind wir ja ganz, ganz gut mit dabei. Das passt schon. Hier kann man auch ein geiles Hole-in-One schaffen, wenn man nämlich da oben knapp an der Tür vorbei und dann so rein vielleicht. Ja, schau mal. Perfekt für die Aufnahme. Ey, Hole-in-One. Wie geil. Das funktioniert sonst nie. Aber in der Aufnahme klappt das natürlich. Hier gab es auch, glaube ich, einen bestimmten Trick. Einfach nur hier ran. Und mit ein bisschen Glück schafft man hier auch ein Hole-in-One. Ich habe das auch mal geschafft, aber da habe ich voll durchgezogen. Durchziehen, Junge. Eagle. Sogar 2 besser. Na, seht ihr. Schon wieder die 2 Punkte von Bahn 2 wettgemacht. Ich glaube, hier einfach nur runter. Ja, ich glaube, einfach nur rum mit viel Geschwindigkeit. So, und dann, welches Loch hätten sie denn gern? Ich glaube, das ganz hintere nehmen wir mal. Ja, und dann da in der Mitte. Manchmal rollt der Ball auch genauso, dass der perfekt zum Loch hinrollt. Gut, jetzt nicht, aber okay. Ich laber schon wieder zu viel, ey. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ich zu viel labere. Ich habe das Gefühl, ich labere einfach zu viel. Ich labere nonstop in diesem Video und müsste eigentlich mal das Licht ein bisschen anmachen. Das ist die Helligkeit. Ja, so, das passt besser. Nur ich finde, als Let's Player muss man ja irgendwie erzählen, oder? Ich glaube, in der Schule habe ich nie so viel erzählt, ey. In der Schule, da war ich immer so ein ruhiger, so ein stiller Begleiter. So, mal kurz unter den... Oh, voll in die Säcke, ey. Obwohl, der hat gar keine... Naja, ist das jetzt ein männlicher Donut oder ein weiblicher? Weil es ein Loch in der Mitte hat? Man könnte ja auch denken, es ist ein weiblicher Donut, ne? Weil es ein großes Loch hat. Oh, voll sexistisch hier. Gut, da werde ich jetzt auch wieder 2 Schläge verlieren, beziehungsweise 3. Aber dafür ist gar nicht schlimm. Es kommen noch richtig coole Bahnen. Also, freut euch da auf jeden Fall. Ich glaube, hier gehe ich immer rechts lang. Nicht, weil ich rechts bin, ne? Also, nicht falsch verstehen. Das schaffe ich eigentlich sonst auch immer beim ersten Mal. Hat jetzt auch nicht geklappt. So, das klappt jetzt aber. Perfekt, genau. Und dann muss man einfach nur hier hoch am Rand. Da habe ich auch manchmal Probleme, weil der... Stopp! Ah, sieht er das? Der stoppt einfach auf halbem Wege. Was macht der denn? Warum stoppt er denn jetzt auf halbem Wege? Ich habe doch gar nichts gemacht. Also, weißt du, dadurch verlierst du dann jetzt wieder einen Schlag oder 2. So, aber jetzt. Come on, ja, super. Wenigstens eine 4. Nee, klappt auch nicht. Scheiße. Jetzt habe ich da einen 5er reingehauen, ey. Aber okay. War ja auch 4. 4 eigentlich.
So, hier habe ich auch mal ein Hole-in-One geschafft. Aber ich weiß nicht mehr wie. Ich glaube, ganz leicht locker hier hoch. Oh, das war zu leicht. Ha. Man muss in der Mitte diesen Schokoladen... Ja, ich weiß nicht, was ist das? Ist das geschmolzene Schokolade? Muss man einfach hier in der Mitte runterrutschen. Und dann kommt man eigentlich genau da hinten zum Loch. Gut, die Textur sieht vielleicht jetzt aus wie ein Haufen Scheiße, aber man muss das sich einfach als Schokoladenpudding vorstellen. Und seht ihr, hätte ich das gleich zu Beginn gemacht, hätte ich ein Hole-in-One. Hier mache ich lieber die sichere Variante. Es gibt auch eine Variante, wo man einfach schräg rechts langschlagen könnte, aber ich mache das nicht. Das ist mir zu riskant, schaut euch das an. Einfach zu doll, lalala. Das war gut, das war gut, jawohl. Oh, guck mal, da oben der Typ, ey. Na, bist du auch schon ein Abonnent von meinem Kanal? Na komm, ach, roll doch da runter, ey. Diese kleine Schneise, da kannst du doch noch runter. So, 34 schon, das ist ein bisschen viel, aber geht gerade noch. Geh mal hier rum. So, das ist gar nicht so schwer, ne? Genau, da geht's nur hinten hin. Einmal so. Oh, fuck, zu weit. Zu weit oder zu leicht? So vielleicht? Ja, das ist gut. Das ist okay. Nummer 3. Und jetzt der vierte Schlag kommt auch noch rein. Jawohl. 38. Es wird immer knapper. Wir haben nur noch 5 Bahnen. 5, 6 Bahnen? Weiß ich gar nicht. Oh, die Bahn war auch so scheiße. Schaut euch das mal an, ey. Es gibt einen Trick. Man kann die auch mit einem Hole-in-One schaffen. Indem man einfach hier rüber springt. Oh, und das so macht. Alter, so geht das. So geht das. Geil. Ich schaff das sonst nie. Ich schaff da nie ein Hole-in-One. Die Bahn ist auch richtig geil. Die mag ich auch richtig gerne. Genau deswegen. Weil man nämlich auch wieder runterkommt. So. Und jetzt war es, glaube ich, das linke Loch. Ich glaube, ins linke Loch rein. Das ist richtig, richtig cool. Wie auf so einer Murmelbahn. So, jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich nicht mehr so viele Schläge verhaue, weil, noch 8 Schläge darf ich mir erlauben. Also ich muss jetzt an jeder Bahn mindestens eine 2 machen. Was war da denn nochmal, um Gottes Willen? Ich glaube auch hier links. Ich finde den Soundtrack einfach mega cool. Ich weiß nicht warum, ich finde den einfach... Richtig schön. Oh, guck mal, ey. Stellt euch vor, das wäre jetzt irgendein Schokokuchen oder... Ah, Tiramisu oder so. Oh, lecker, lecker, lecker. Da wird man doch schon vom Zusehen hier dick, ey, oder? Ach, durch dieses Wasser jetzt durch. Oh, das war auch so eine Scheiße. Ja, wenn man natürlich, wie ich, ganz hinten lang fährt. Guck, der hat jetzt einen kleinen Rettungsreifen. So einen kleinen Rettungsring, aber komm. Und jetzt muss ich da rauf, ey. Wie kam ich denn da nochmal rauf? Gut, hier versaue ich mir jetzt, glaube ich, meinen Schnitt. Ne, perfekt. Alter. Gut, heute klappen Schläge, die klappen sonst nicht. Das funktioniert bei mir auch nicht beim ersten Mal. Das klappt mir sonst auch immer beim zweiten Mal. So, jetzt muss ich nochmal ein Hole-in-One machen und darf höchstens eine 2. Das schaffe ich nicht. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Ich werde auf jeden Fall über den... Bahnschnitt sein, also über Paar. Ich schaff das nicht. Scheiße, warum schaffe ich das nicht? Warum kriege ich das nicht hin? Ja, jetzt habe ich schon verkackt. Ich habe mir das vorher an 2, 3 Bahnen versaut. Da hätte ich einfach ein bisschen konzentrierter spielen müssen. So, jetzt ab da hoch. Aber doch nicht so. Och Mann, was mache ich denn? Da bleibe ich da in dem grünen Waldmeisterzeug da hängen. Es war zu doll, zu leicht. Jetzt war es genau richtig. Ah, scheiße. Naja, egal. Jetzt haben wir schon mal 3 über Paar. Jetzt sehen wir mal zu, dass wir nicht über 60 kommen. Also über 60, das wäre ganz schön heftig. So, und die Bahn gefällt mir ebenfalls, weil da kann man auch zu doll erst, ja, zu doll schlagen und dann passiert sowas. Das ist mir noch nie passiert. Was mache ich denn? So, einfach hier rein, genau. Und dann sucht er sich eine Bahn aus. Da gibt es auch 3 verschiedene. Und dann gönn dir, du Göttferdet. Boah, ey, voll die ganzen Türken jetzt beleidigt. Du kannst doch nicht Göttferdet sagen. Sie können mal nach Köln. So, oh, ihr guckt euch das an. Und dann geht's rein in so eine kleine, Halle, wo Bonbons von links nach rechts rollen. Und dann hat man natürlich totales Pech, dass sowas passiert.
Komm, 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 komm. Ja, geschafft. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, sonst lande ich doch wieder unten. Oh, oh, fuck. Scheiße, da hat er mich noch da hinten geschlagen. Aber egal, komm. Schaffen wir? Nicht. Gut, das war zu dolle. Nicht vors Loch, nicht vors Loch. Bist du denn bescheuert? Bist du denn des Wahnsinns kecke Beute? So, aber jetzt, komm. Ich habe doch gesagt, wir dürfen nicht über 60 haben. Das sollten wir irgendwie hinkriegen. Komm, jetzt haben wir genau 60. Okay, nochmal zwei Sechser zum Abschluss. Schade, ich habe mir an Bahn 10, 11, nee, an der 11. Bahn, das habe ich mir so ein bisschen versaut. Und die zwei Fünfer, die hätten nicht sein müssen. Aber nichtsdestotrotz finde ich trotzdem, dass diese Bahn mit die schönste ist in diesem Spiel. Super Soundtrack, schönes Design. Und wir haben ja auch noch ein paar. Also wir haben ja noch Ancient, das gefällt mir nicht ganz so. Haunted geht auch gerade noch. Das ist so eine Geister-Map, so ein Geisterhaus. Und Pirate Cove, das ist auch, stößt bei mir auch ein bisschen sauer auf. Aber ich habe gesagt, wir spielen jede Map mindestens einmal, damit ich dieses Projekt rundum gut abschließen kann. Und dann, ja, schauen wir einfach mal. Gut, also ich wähle schon mal die Map hier aus für den nächsten Part, den ich jetzt gleich aufnehme, weil dann habe ich das so alles in einem Rutsch weg. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal für mehr Golf with your Friends, für mehr Livestreams, keine Ahnung. Und dann, ja, würde es mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, schönen Tag noch und ciao.